Hello, hello, hello. Wir spielen wieder Satisfactory. Ich konnte mich nicht zurückhalten. Ich glaube, das muss heute mal so ein bisschen sein. So. Aber... ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen wollen. Bleibt die Materialien auf der Karte bestehen? Schrauben. So, nehmen wir uns das hier einfach und machen irgendwie was Richtung Schraubenfabrik. Wäre natürlich eine Maßnahme, oder? Oh, die werden wieder ausgeblendet. Schade. So, ich hole mir mal eben eine Map. Krass. Okay. So, wo sind wir denn hier? Hier sind wir. Oh, Geysir. Nice. Okay. Guck ich mal eben hier. Oh oh. Oh. Es geht ja sogar noch. Wie machen wir das am besten? Okay, wir machen jetzt erstmal. Die nächste Sache. So, also hier 500 Schrauben irgendwie.
Hier, der hier. Und dann müssen wir anfangen, irgendwie mal vernünftige Fabriken zu bauen. Da ist dann die Frage, wie wir das am schlauesten machen. Hi, Schnellzug. Was geht bei dir? Ich stelle gerade ein paar Schrauben her. So. Damit ich den nächsten Hub-Abschluss machen kann. Eben gucken, das sieht gut aus. Show. Ah. Aber ist das denn hier vernünftig? Ja. Ich mach mal mein Mikrofon ein bisschen lauter und die Musik ein bisschen lauter. So. Das sieht doch hübsch aus. So, 500 haben wir. Dann können wir das hier reinladen. Leider wird der nicht mit weggejagt. Milestone reached. The assembler can produce more complex parts, including the first project part, smart plating, which is crucial for initiating project assembly. Project parts must be delivered to the space elevator. By completing your contracted duties as part of Project Assembly, you will definitely be helping achieve Fixit Company goals without any other ulterior motive. Note, humans cannot craft project parts. Do not worry about your inadequate crafting skill when compared to an assembler. Fixit cherishes your innate human abilities, such as walking, striking objects, and commodifying natural resources. Okay. Gucke ich gleich mal, wie. Oh. Wie gut wir hier die Fabrik dann anpassen können. Weil. So. Okay. Machen wir doch mal eben die anderen Fundamente, die hier Rampen 4 Meter. Ja. Okay. So, und Rampen 4 Meter. Stick. Ne, Organisation, so. Okay. Dann packen wir hier den Förderbandlift hin.
und Organisation Lagercontainer. Okay, und ich will mal eben in die Awesome Shredder reingucken. Moin Peanut, na, wie weit seid ihr? Und wo habt ihr eigentlich gestartet? Ach, hab nicht mehr viel gezockt, okay. Ah, in der Wüste, ja. Da hat man definitiv sehr viel Platz. So. Verwaltung. Okay, Ausrüstung, Teile. Oh. Ich habe 19 Tickets. Okay, den hier brauchen wir vielleicht noch nicht. Aber... ich will Unlackierte haben. Hehe. Oh. Okay. Show. Hier Architektur. Ja, Laufsteg. Nice. Thank you.
Ha, so, Alter, ist das hoch. Ja, Peanut, wie baut ihr eigentlich? Macht ihr mehr modulare Gebäude oder alles in eine Megabase? Das würde mich mal interessieren. Okay, ja, ich denke mal, hier wird erstmal unsere normale Base sein, wo wir einfach erstmal alles Verfügbare herstellen werden. Damit wir halt, wenn Transport verfügbar ist, kann man ja echt entspannt arbeiten, sage ich jetzt mal. Ja, da bin ich auch am Überlegen, wie man das gut macht, ob man das über so ein zentrales Lager regeln lässt. Oder wie genau das laufen sollte am besten. Sein wirst du, stinkender Mutter. Dankeschön, Sensei Kashimoto. Und hi. Ich versuche hier gerade irgendwie eine Plattform zu bauen. So, jetzt hole ich mir den Calculator dazu. Das war der nicht. Aber diese ganzen Calculator-Seiten, die gehen ein bisschen unter, muss ich sagen. Und die arbeiten irgendwie nicht richtig.
So. So, der Calculator ist nicht. Also, ich will jetzt von hier unten die Note hochholen. Und dann mal gucken, wie es weitergeht. Okay, vielleicht sollte ich hier... So. Okay, 240, 60. Wie viel kann denn so ein Smelter? So. Smelter kann wie viel herstellen? 30 die Minute. Oh. Okay, also Production. Oh, ich brauche Kabel, okay. So, dann holen wir uns jetzt Kabel. Was haben wir jetzt? Ein Coupon. Okay.
Das muss erstmal weiterlaufen. Ah, uns fehlt der Miner. Werkzeug, genau. Oh, Förderband durch. Oh. Okay, also. So, was kostet denn uns ein Wanddurchbruch mit Strom? Okay. Das brauchen wir auf jeden Fall. Damit wir den Strom hochbekommen. Man denn alt? Ah. Thank you.
Oh, dann bohren wir hier mal ein bisschen hoch. Wir haben ja noch keine Pipes oder sowas, also müssen wir mit Laufstegen vorlieb nehmen. Alter Schwede. Das geht auch ewig um 3 Tage. Kann ich. Gibt es sie auch in kurz? Nö. So, und dann machen wir Wände. Hallo Lala. Was geht? So. Nice. Wach, jo. So, Screws.
Ja, also bei mir ist alles fit und bei dir und Mani ist, keine Ahnung wo. Also die streamt heute nicht. Genau, also das ist ja hier ein gigantisches Projekt, was wir zusammen machen und da kann ja jeder so streamen, wie er lustig und Laune hat. Deswegen, ja, haben wir ja überhaupt erst angefangen. Nee, so. So, was brauchen wir? Iron Rods. Splitted in Schrauben. Und dann mit dem Fuß. MK2 seid ihr es? Ich habe mir schon die Lüftteile pro Ost auf Sartes. Ja,
Wir machen halt ganz entspannt. Man muss sich ja nicht stressen. Also. Ja. Oh, jetzt nervt er darum. Wie viele gibt's denn davon? So, der Lev geht in den nächsten 2 Minuten hoch. Neun Stunden. Ja, wir sind jetzt irgendwie bei 4 oder 5, irgendwie sowas. 2,5 Minuten. Okay. So, Awesome Sync, was hast du für uns zur Verfügung? Ja, also bei uns der Server läuft endlich, das heißt, der läuft halt im Hintergrund ein bisschen durch die Gegend. Mal gucken, wie gut das funktioniert. 2 Tickets. Nice. Ja, und ich weiß nicht, wie gut die Stromversorgung hält. As Fixit amply demonstrates, you can never have too much management. Nice. So, Lift um. Bin auf dem Weg zum Kohlekraftwerk. Nice. Ja, wir haben da hinten unsere Verbrenner stehen.
Okay, ich muss noch mal gucken. Wo man denn hier einstellen kann. Dauert noch mit Kohle, okay. Okay, nice. Damit stellen wir erstmal das her. So, was brauchen wie können wir denn verstärkte Platten herstellen? Oder können wir die nur noch. Nee. Habe ich 27, 23, ja. Und da hinten können wir noch mal ein bisschen Sachen entleeren. Dann brauchen wir noch Schrauben. So. So, und damit machen wir das jetzt fertig.
Okay. Bam. Milestone reached. Fixit would like to remind you of your contractual obligation towards efficiency. Recreational use of belts and lifts does not count towards work hours and will put you on the list. Stay efficient, don't disappoint Fixit. Was für Achievements gibt es eigentlich? Merker, Sommerslow, bau den Weltraumlift. Weltraumgiraffen zecken Pinguin Ding. Schalte der erste ein frei. Schließe Phase 1 fest. Sammle alle drei Elektroschneckenarten. Echsenhund, Fundamente, Spaghetti. Größer, besser Fisk. Mom. Okay, alle Weltraumlifte ab und beende das Spiel, okay. Berühre 30 Minuten Festplatten. Werde von einem, okay. Dann gucken wir doch mal hier. Da war doch was. Wie viel produziere ich denn gerade? Okay, dann machen wir das anders. Oh. Oh. Schweinerei. Habe ich hier noch irgendwelche Früchte? Ich erkunde und sterbe dabei. Ich will aber meine Sachen gerade wiederholen. Ja, passiert halt mal, ne?
Das ist halt eine gefährliche Umgebung hier. Vor allem diese Fliegedinger. Oh Gott. Oh oh. Oh oh. Wie lange verfolgen die einen? Ja. Wie soll ich die denn platt machen, wenn ich nur einen Xenosapper hab? Oh oh. Verdammt. Oh ja. Absolut. Und der ist dabei auch noch nervig. Das ist das Problem an den Teilen. Na, Zuschauer? Der kann auch noch schießen, dieser Kratte? Und halten auch noch was aus, ich glaube 6 Schläge. Beim MRT gesagt, Holzwurm. Nee, das Ergebnis von MRT kriege ich jetzt erst irgendwie im Laufe der Woche oder so. So. Also, das dauert noch ein bisschen leider. Und ja, irgendwie kann der Alpha hier schießen. Die sind super, die Viecher. Ja, mit Schießen kenne ich auch noch nicht. Aber der sieht auch farblich anders aus. Es gibt noch einen radioaktiven... Ach du Kacke. Wer braucht denn sowas?
Oh. Ist ja nervig, das Teil auf jeden Fall. Mit Raketen? Okay, habe ich ja überhaupt keine Lust zu. Und Heilung habe ich leider noch nicht. Die liegt irgendwo da hinten in der Kiste. Lol. Heilung mit Raketen. Okay. Das hört sich ja total entspannt an. Da kann man ja wirklich richtig schön loslegen. Einer weniger. Gott sei Dank. Nett auf jeden Fall. Wieso willst du dir eine Flinte schieben? Aber ich glaube, es gibt ein Maschinengewehr hier. Oh, jetzt hat mich auch noch so ein Viech da kaputt gemacht. Willst du hier einmal ein bisschen erkunden und wirst nonstop platt gemacht? Okay, jetzt können wir wieder hoch. So ein Kack.
Vogel. Nice. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall die Dingsens fertigstellen. Upgraden wir das Ganze hier mal eben. Was fehlt denn? Oh, Schrauben. Förderband. Oh, 26. Okay.
Wegen dem kleinen Winkel werde ich jetzt hier nichts abreißen. Und Coal Power on the way, das ist richtig nice, Peanut. Und ich werde nicht alles wieder abreißen. Oh.
So, sind wir gleich fertig. So, und wieder ab nach oben. Verdammt. Oh. So. Jo, bis später. Oh. Platten. Dann können wir hier hochlaufen. So, Production, Constructor. Thank you.
Ja, wir spielen auf dem Server. Da gab es gestern ein Notfallpatch noch für die Serverumgebung, weil sie alle Ports geändert haben, das was du gestern auch geschrieben hattest. Und ja, das hat alles zerlegt. Ja, genau, und das hat das Template hier zerlegt und da musste er das nochmal angepasst werden. Und das hatte dann einer der Community Manager von AMP gemacht und dadurch hatten wir dann die Chance, oder hatte ich die Chance, den Server dann aufzusetzen. Super, dann ist ja alle bereit, weil man niemals so weit kommt. Ja, ich zock gerade auf dem Server. Und ja. Genau, und wenn du dann so weit bist, dann gibt's wahrscheinlich auch schon irgendwelche Patches, die dann auch noch irgendwelche anderen Sachen beheben werden. Aber ja. So läuft der. Der hat eine relativ hohe RAM-Auslast. Und CPU-Last ist gering, was ganz nice ist. Oh, und dein CPU ist bei AMD angekommen, das ist geil. Du hast da echt nicht so irgendwie so ein Deppen oder sowas dran. Dann, ich glaube, dann kriegst du einen Anfall.
jetzt halt noch die Obligation. Der Service-Mitarbeiter, der mir schrieb, wenn ich raten soll, ein Inder. Kann also sein, dass ich mich mit denen kloppen muss. Gestartet ist die Kiste ja nur am Leben, blieb er nicht. Ja, ich hoffe einfach, die machen wirklich. Wir haben hier ein Standard-Motherboard, da stecken wir den CPU rein und dann gucken wir, ob er funktioniert. Nice. So. Kleinen Moment. So, gestartet ist die Problemtermin. Ja, alles okay. Ich hoffe aber, die haben Test-Rigs, mit denen einfach geguckt werden kann, was verschiedene Szenarien durchgetestet werden können. Weil sonst wäre es ja richtig kacke, vor allem mit deiner Beschreibung dazu. Und dann kommt, wir haben das hier getestet und der CPU startet.
So. Nice. Strom. Nice. So. Alles okay. Ich frage mich echt, was dabei rumkommt. Ich bin da. Da musst du auf jeden Fall berichten, wenn du eine Mail bekommst dazu oder sowas. Bitte schicken Sie uns Ihre 47 Versuche, die Sie durchgeführt haben. Also, ich, wie gesagt, ich drück dir da die Daumen, dass die instant rausfinden, was das ist und du dann da eher wenigere Probleme hast. Ja. Sobald du auf Berechnungsebene gehst und irgendwelche Sachen dann machst, also... Aber das ist erst schon mal eine sehr gute Info, ne, für die dann.
Das ist falsch. Hundert. Ja. Stieg. So, Schraubenproduktion haben wir fertiggestellt. So, sonst hat er ja auf Deutsch geschrieben. Du weißt ja selbst, wie das ist mit den Support streckenweise bestellt ist. Oh ja. Ja, aber ich habe den deutschen Support geschrieben. Der Inder kann kein Deutsch. Naja, du weißt ja nicht, ob die einfach ihren Co-Pilot über das Chat-Programm laufen lassen. Und dann wird aktiv live. Wie heißt es gleich noch? Live übersetzt. Das könnte ich mir leider auch vorstellen. Schrauben werden gebaut.
Oh, oh, oh. Hilfe. So. Ich guck mal, ob wir noch Rotoren haben. Wie stellt man denn einen Rotor her? Ah, Schrauben mit Stangen, okay. Gott, oh Gott, oh Gott. So. Oh. Hatten wir eigentlich Deckenhalter? Förderband Deckenhalter. Nice.
Okay. Förderfusionsband. Davon haben wir keine mehr. So, und Iron Plates. Also, das sollte hoffentlich funktionieren. Geil ist das denn? Mit Deckenhalterung. Nice. Ups. Okay, was fehlt jetzt? Platten. Okay. Dann holen wir mal eben Platten.
So, die Dingelskirchen eben holen. So. Dann müssen wir gleich die Stahlplatten eigentlich fertig haben. Müssen wir nur noch den kleinen Weg bauen und dann haben wir diese verstärkten Platten fertig. Boah, dann mal gucken, ne? Wie das jetzt hier abgehen wird. Willkommen zurück. So. Damit haben wir verstärkten Platten. Also Lala, vielleicht hat er es nicht gesehen und hat deswegen es nicht gebracht. Also da würde ich jetzt nicht so viel Wert drauf setzen, meines Erachtens nach im Online-Chat. Weil ich gehe zu 99 bis 100% davon aus, dass die meisten Leute nebenbei am Zocken sind. Und da kriegt man sowas nicht mit.
läuft das jetzt hier? Oha. Nach und nach kommt da wohl was angefahren, das wird aber ewig und 3 Tage dauern. So wie ich auch und hallo Lala. Ja. Also wie gesagt, bloß nicht persönlich nehmen. Oh. Nee. Wieso funktioniert denn das nicht? So.
So, der muss jetzt funktionieren. Weiter geht's. Wir müssen ein bisschen aufräumen, sag ich mal. Oh.
Wo ist der andere da? Kupfer. Nice. So. Schnell. Nicht genügend Platz. Oh. Warte, dann markiere ich mir das hier einmal. Etwas verwirrt, war gerade selbst beim Holzfällen und denkt mir gerade, du drückst die Maus doch gar nicht. Ah, schön. Okay, das kenne ich aber auch. Ich kenne das aber ganz viel mit Mine Kraft, dass dann. Dass ich dann denke, hinter mir sind Zombies und so weiter. Oder ich baue gerade Blöcke ab, obwohl ich gerade gar nichts drücke. Kenne ich also sehr gut. Ich mache Biomasse eh nur auf Sparflamme. Ja, ich dachte mir, wir brauchen da ein bisschen Strom und dann, wenn dann erstmal die Kohleproduktion und das alles läuft, ne, dann wird's super. Ups.
So, Logik. Nee, Organisation. Oh. So, oh Gott. Geht's zwar jetzt, aber wenn ich bei Kohle bin. Okay, dann füllt er mal ordentlich Luft und bis gleich dann. Sorry für die verspätete Reaktion. So. 5 Coupons. Das lupt. Du oder was? Ach, du hast das jetzt händisch gemacht, oh Gott. Dauer, Glückwunsch. Ah, okay, oh Gott. Das wäre mir im wahrsten Sinne des Wortes zu stressig. Nein, oh Gott sei Dank. Ah, du hast nur wenig am Laufen, okay. Oh. Die brauchen wir alle. So, was ist... Oh. Blaue Pilze? Oh oh. Eine violette Elektroschnecke. Nice. Oh, ich habe alle Arten gesammelt. Nice, und ein Achievement bekommen. Mycelium.
The fruit of this fungus-like flora does not seem to show much potential for use. However, its mycelial network is worth further investigation. Research it in the MAM to establish classification and potential application. Okay, nice. Okay, dann gucken wir weiter. Was ein Stress, ey. Wo kam die denn auf einmal her? Gehabt. Oh. Da wollen wir nicht hin. Weiter geht's. Ich will schnell hier hochlaufen. Können wir denn hier noch im... Was kostet uns denn das Spezial, Ma'am? Oh.
So, Mem, und wir brauchen noch Kupferspulen. Jetzt müssen wir einmal das Mem bauen. So, das können wir hier eigentlich so ransetzen. Ja. Außerirdische Megafauna. Das könnten wir machen. Das könnten wir auch machen. Aber hier 1000 Kabel und 3. Ja, Alien-Technologie haben wir gar nicht. Katerium. Mycelial networks of these fungi possess unusually resilient hyphae, which show potential for making a strong but lightweight natural fabric. Additionally, it has similar medicinal and pest control applications to mycelia on Earth. Dann nehmen wir das hier mit und machen das noch fertig. Research completed. Fabric recipe unlocked. New mycelia research available. Gasmaske. Und ein Fallschirm. Gewebe können wir damit herstellen. Okay, Nährstoffe. This fruit, dubbed the paleberry due to its tendency to stay light in color even when ripe, is compatible with the human digestive system and has been added to the object scanner. Further research is available. Okay, dann holen wir jetzt mal 1000 Kabel und 3 von diesen Alien-Teilen hier. Dimension significantly expanded. I worked all afternoon analyzing the transdimensional confibulatory permutations of alien DNA to achieve this. We are all doing our part for fix it. Nice. So, das wollte ich nochmal eben nachgucken.
Xenoseppe haben wir noch nicht. Kabelrutsche. Das könnten wir medizinische Sachen, könnten wir auch eben erforschen. Dafür brauchen wir dit und dit. Mycelium. Oh. Medical properties of local mycelia established. New research options available. Medical inhaler variants. Nice. So. Was küsst eigentlich so ein Weltraum? Oh, den können wir locker schon bauen. Das machen wir dann aber morgen. Damit Manni da, da auch mit dabei ist. So. Ein Rotor. Oh, okay. Nee, den Lift habe ich noch nicht. Den würde ich, wie gesagt, morgen dann zum Beispiel mit Mani zusammenbauen. Dass wir das gemeinsam bauen. Also ich würde sagen, hier so neue Stufen würde ich dann immer mit Mani zusammen freischalten wollen. So. Ich bin gerade dran, um halt schnell Kohle zu... Ja, das war auch meine Idee. Deswegen würde ich nämlich, glaube ich, für heute dann auch demnächst Feierabend machen. Dass wir einfach morgen dann mit Mani zusammen weitermachen. Oh, du hast eine Pfütze vor der Tür. Wir auch. Uns fehlt nur Kohle. Ich guck mal eben, wo denn hier in der Nähe Kohle... Oh, auf der anderen Seite des, des Wassers. Das heißt, wir könnten... ganzen die ganzen Kohlevorkommen könnten wir zur Energieproduktion nutzen. Ja, ich guck gerade auf einer Karte, deswegen bin ich da gerade am gucken. Cool. Das passt dann.
So. Funktioniert das eigentlich so mal eben blöd gefragt? Nö. Oh, dann sollte da unten die Festplatte frei sein. Ich hoffe nur, wir sind schnell genug. Ja, ich weiß, ich will da nur noch nicht rangehen. Ich habe eher die starke Vermutung, dass ich dabei dann sterben werde. Noch mehr als jetzt schon. So. Zehn Minuten Scan. So. Sechs Stück haben wir schon, okay. Wo geht's hier lang? Dann machen wir hier mal ein bisschen dicht. Ja.
Oh Gott. Oh Gott, so viele Werkstätten hier, ey. Super. Damit haben wir unsere erste Fabrik dann abgeschlossen. Und damit machen wir verstärkte Platten. Kleiner Anfang erstmal. Der Parkplatz aber wächst schon mal. So. Aber für heute würde ich es dann jetzt erstmal beenden. Und dann können Mani und ich dann morgen richtig nice loslegen mit dem ganzen Kroms. Ich glaube, sie wollte morgen auch richtig viel zocken, weil sie morgen Urlaub hat. Da bin ich mir aber noch nicht so sicher, wie sie das gedacht hatte. Genau. Aber ich denke mal ganz stark, dass sie ein bisschen weiter daddeln wird. Ich bin gespannt, was für Fabriken sie bauen will. Und wie ihr Fabrikstil am Ende sein wird. Bei denen kenne ich überhaupt noch nicht.
So. Ja. Und die hier können wir dann eigentlich auch nochmal erweitern, sodass wir mehr Beton bekommen. Aber dadurch, dass der Server im Hintergrund läuft. Nice. Oh, Kohlestrom läuft. Glückwunsch, das freut mich für euch. Dann geht's ja hoffentlich bald richtig ab bei euch und die 24/7 Produktion kann hochfahren. Bei uns ist das leider noch nicht so, aber das kommt. Rezept abgeschlossen. Was haben wir denn jetzt hier von einer verschraubte Eisenplatten? Oh. Nice. Der braucht mehr. Ja. Naja, das gucken wir uns morgen nochmal an. Aber für heute würde ich dann wirklich Feierabend machen. Bin ich gut vorangekommen. Manni war zwei. Ey. Vorher hast du die Kaffeetasse. So. Genau. Ich wünsche euch dann einen schönen Abend. Morgen spielen wir dann wieder mit Mani zusammen. Unser Let's Play oder was auch immer, Stream Together. Und wir haben ja ausreichend Platz hier, uns überall zu verewigen. Und ja, mal gucken, wie wir das machen. Aber so euch dann eine gute Nacht. Oh ja, hast recht, das habe ich ja total vergessen. Ich hoffe, sie ist fit. Ich hoffe, sie nutzt den heutigen und morgigen Tag, um ordentlich auszuschlafen und gesund zu werden, dass sie dann den ganzen Tag streamen kann für euch. Naja, aber das sehen wir dann morgen und sonst machen wir hier morgen ein wenig weiter und bauen dann schon mal den, sie hat eine Grippe. So ein bisschen Schnupfen. Und, sie war heiser. Also, ja. Hat sich da wohl zu Hause angesteckt. Aber dann bauen wir morgen den, wie heißt er gleich noch? Den Lift. Eine Idee war, den da oben drauf zu bauen. Mal gucken, ob das klappen würde. Naja, aber da gucken wir dann morgen einfach mal. Also wünsche ich euch einen schönen Abend, eine gute Nacht und dann bis morgen. Cheerio und auf Wiedersehen. Gehabt euch wohl und ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Dankeschön.